Ja, die Taube in Koran und Sunna. Wir haben schon einige Ayat gelesen, trotzdem noch ein paar, damit ihr wirklich wisst, dass ein Teil unseres Dienstes ist und nicht irgendein Seitenthema. Allah SWT sagt in Surah Zumar, Vers 53, Ul ya ibadi, ist auch so eine schöne Ayat. Sprich, o meine Diener, und wen spricht Allah hier? Das ist ja eine liebevolle Art. Ya ibadi, meine Diener. Das ist eine liebevolle Art, das ist Lutf, in Tafsir werdet ihr das auch, würdet ihr das lernen. Ya ibadi, und welche jetzt? Welche, was denkt ihr wohl? Sind das die, die immer beten? Sind das die, die schon Hajj und Umrah gemacht haben? Sind das die, die nie ihre Eltern zornig gemacht haben? Wir denken jetzt irgendwie, meine Diener, das muss schon jemand sein, der wirklich Allahs Liebe bekommen hat. Jetzt sagt Allah SWT, قُلْ يَا عِبَادِي, O meine Diener, الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. Diejenigen, die gegen sich selber schon übertreten haben, also die gesündigt haben, hier und da übers Ziel hinausgelaufen sind, die die Grenzen gebrochen haben. O meine Diener, die ihr die Grenzen gegen euch selber, weil die Sünde richtet sich nur gegen uns selbst, wir tun keinem was damit. La taqnatu min rahmatillah. Subhanallah. Verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. O meine Diener, die gegen euch selber schon gesündigt habt, übertreten habt, Israf gemacht habt, die Grenzen gebrochen habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Gewiss, Allah vergibt ja die Sünden allesamt. Allah vergibt ja die Sünden allesamt. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahrlich, er ist ja der Allvergebende und der Allbarmherzige. Subhanallah. Ja, und diese Eier fühlt sich wirklich so an, als ob sie Wunden, wie sagt man, so Balsam drauf machen würde. Ja, als dieses verwundete Herz, welche die eigene Sündhaftigkeit und Unzulänglichkeit erkannt hat, Allah legt wie so ein Heilmittel macht er drauf, was uns beruhigt, dass nein, nein. Bei Allah gibt es immer einen Ausweg, bei den Menschen nicht. Das haben wir alle schon mal erkannt im Leben. Ja, bei Menschen gibt es immer eine Grenze, bis hierhin und nicht weiter. Bei den Menschen ist das so, aber bei Allah, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Subhanallah, gibt es eine Ayah, die mehr dazu einlädt, Tauba zu machen, als diese Vers von Allah? Ja, als ob Allah sagen würde, egal wie viel du an, wie tief du in deinen Sünden schon gefallen bist, das ist ja so. Ja, قُلْ يَا عِبَادِي, sprich, o meine Diener, قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, o meine Diener, was heißt denn gegen sich selber vergehen, die Grenzen übertreten? Von Sinna, von Schirk bis zur Lüge ist alles die Grenzen von Allah übertreten. Das heißt, egal wie tief einer von euch in Sündhaftigkeit schon gefallen ist und wir sind selber über uns Wächter, mehr als irgendein anderer für uns machen kann, egal wie tief ihr in Unachtsamkeit schon gefallen seid, in Eigenbewunderung, in Hochmut, in Unachtsamkeit, in Unwissenheit, in Verachtung für andere Menschen, la taqnatu min rahmatillah, wahrlich Allah vergibt dir alle Sünden und Unzulänglichkeiten. Und wie weit du von Allah zurück bist, weit entfernt bist, du kannst immer wieder zu Allah zurückfinden. Egal wie sehr du Allah vergessen hast, du kannst dich immer wieder an ihn erinnern. Egal wie weit du weg von Allah schon gelaufen bist, du kannst immer zu ihm zurücklaufen. Und wisst ihr, was auch schön ist? Wenn man sich von einem Menschen entfernt, ja, 4 Jahre vergangen, nicht geredet, 5 Jahre, 6 Jahre, dann wird diese Rückkehr immer schwieriger. Das, nee, jetzt, jedes Jahr wird es immer peinlicher, wenn ich jetzt anrufe und sage, Entschuldigung. Bei Allah ist so, egal wie weit und tief, weil je weiter, desto tiefer, das ist so von Allah. Wenn du von Allah weggehst, dann gehst du nicht nur weit, sondern auch tief, ja? Egal wie weit und tief jemand weg ist, die Rückkehr ist immer ganz schnell und kurz. Das ist At-Tawab. Die Rückkehr, du musst nur wirklich diesen Moment von Aufrichtigkeit, diesen Moment von, das kann eine Millisekunde sein. Die Rückkehr ist, Allah ist uns näher als unsere Halsschlagader. Aber wir denken, wir wären weit weg. Ja, egal wie weit, die Rückkehr ist immer direkt. Allah hat keine Umwege dafür geschaffen. Für unsere Umma, Alhamdulillah. Für andere gab es manchmal Bedingungen für die Tauba. Ja, das ist die Gnade und die Milde von Allah, dass er uns darüber berichtet. Und er sagt auch Abdi, und das ist diese Milde von Allah, o meine Diener. Und er meint gerade die, die gegen sich selber gesündigt haben. Subhanallah. Und auch diese Art und Weise, Allah sagt nicht, oh ihr Verbrecher, die gegen sich gesündigt haben. Normalerweise, oder ihr Musrifin, könnte er auch sagen, die gegen sich selber Israf gemacht haben. Ya Ibadi. Und subhanallah, das müssen wir wirklich auch mal repräsentieren. Wisst ihr, was ich meine ein bisschen? Dass wir nicht immer so draußen rumlaufen und weil wir selber von uns denken, wirklich nur denken, dass wir ja islamisch wären, weil wir ein paar Sachen erfüllen und Millionen aber nicht, dass wir immer so den Menschen das Gefühl geben, dass sie nicht so die Diener von Allah werden, wie wir es sind. Wisst ihr, was ich meine? Ja, dass man immer so anderen sagt, ja, du musst schon noch das und das machen und dann bist du der Diener von Allah. So, man sagt es vielleicht nicht, aber man,
Man lässt es wissen, durch tausend Augenrollereien oder durch tausend Runzeleien und durch tausend Hadithe von einem Thema immer wieder nur und nicht vom anderen Thema. Man lässt es sie irgendwo wissen, dass nein, also bist noch nicht willkommen im Club. Ja, so, mit dieser Art und Weise. Ja, als ob wir ein Club wären und jemand hat die Eingangstür noch nicht gefunden. Ja, die sind vielleicht mehr Ibad von Allah, als wir es sind. Ja, also, woher kommt dieses Verständnis? Wir sagen immer so, gerade auch, das habe ich auch den Unterschied in Deutschland und England bemerkt, jetzt ohne irgendwie eine, das ist neutral, ist einfach ein Unterschied. Wir sind sehr darauf bedacht, immer alles belegt zu haben. Ja, also in Deutschland ist das sehr, einerseits gut, andererseits manchmal nervt, muss ich zugeben, auch, aber einerseits ist es eine gute Eigenschaft, man will korrekte Informationen haben. Nur in manchen Sachen, die wirklich grundlegend sind, haben wir eigentlich gar keine Basis für dieses Verhalten, wie zum Beispiel das, dass wir denken, jemand wäre mehr Abt von Allah als jemand anderes. Aber jemand, der sich in Sünden suhlt, aber nicht besser weiß. Oder ich meine, schaut euch mal die Umstände an, Schwestern. Wenn eine Schwester heute Hijab trägt, dann hat sie schon richtig viel Juhd gemacht. Was denkt ihr, wo wir, die werden bombardiert mit, ich meine, dass sie keine Bulimie haben, alle ist schon ein Wunder. Ganz ehrlich, wie sind wir denn aufgewachsen? Ja, dass man perfekt aussehen muss, perfekt sein muss, alles leisten muss. Und das ist nicht normal. Und wir haben alle nicht genug dafür getan, dass wir da nicht so aufwachsen müssen. Wir sind alle mitschuldig. Ja, dieses Anerkennen. Wenn Allah anerkennt und den Weg zu Tauba kurz macht, wer sind wir, dass wir den Weg zu Tauba für andere Menschen lang machen? Ja, dass Allah hier subhanahu wa ta'ala die Menschen direkt anspricht und wir sagen, nee, nee, du musst das und das noch machen und dann bist du einer von den Ibad Allahs. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Und wir alle gehören dazu. Die einen machen mehr und die anderen weniger. Aber die einen machen vielleicht mehr in unseren Augen, aber für Allah ist unser eine Vergehen, weil wir es besser wussten, ist vielleicht mehr bei Allah. Das wissen wir nicht. Ja, das ist Lutf, Milde von Allah, diese Güte von Allah, wie er die Menschen hier anspricht. Er sagt nicht, oh, ihr Asad, ihr Ungehorsam, ihr, die alles vergessen habt, ihr Verbrecher. Nein, er sagt, Qul ya ibadi, sprich, oh meine Diener. Ja, asrafu ala anfusihim. Ja, und er sagt auch nicht, er sagt nur, die gegen sich selbst übertreten haben. Er sagt nicht, die Sünden im Einzelnen. Er sagt nicht, oh, ihr, die das und das gemacht haben und das und das gemacht haben und das und das gemacht haben. Und hier heißt es, damit er nicht, wie sagt man, wenn man etwas so bloßstellt, damit er die Diener nicht bloßstellt. Er sagt nur, die, ihr wisst schon, jeder weiß, was ihr gemacht habt. Jeder weiß, wo, nafsu ala in al insana ala nafsihi basira. Gewiss, der Mensch ist über sich selber wohlwissend, was er selber gemacht hat. Ja, jeder weiß über sich selber Bescheid. Und er macht keinen Skandal draus. Hier, schaut mal, was meine Diener machen. Ich habe die erschaffen und schaut mal, was die machen. Ja, wie wir gerne. Schaut mal, und ihr habt das, diese Härte, die auch mal wichtig ist. Manche Menschen brauchen so ein bisschen, wir alle brauchen das manchmal, ja? Das ist nicht, dass Härte an sich falsch wäre, aber diese übermäßige Härte, die Menschen manchmal vielleicht schon vertreiben kann, Allahu alam, ich kann das nicht nachvollziehen. Allahu alam. Ja. Dann heißt es im Koran, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah, und kehrt reumütig zu Allah zurück. Anaba yunibu, derjenige, der Munib ist, das ist ein sehr schöner Name, mashallah. Munib bedeutet in Reue zu Allah demütig zurückkehren. Sehr schöner Name. Anaba, wa anibu ila Allah, kehrt reumütig, demütig zu Allah zurück. Das ist auch wichtig in Tauba. Diese Erkenntnis der Schuld. Und nicht dieses, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Wir rollen ja manchmal so die Augen und denken so, mein Gott, aber die anderen sind viel schlimmer. Astaghfirullah. So, ja, nicht dieses Härte, Astaghfirullah, sondern wirklich die eigene Unzulänglichkeit. Anibu ilallah, seid weich vor Allah. Wa aslimula, und ergebt euch vor ihm, macht also, kommt im Zustand von Islam, bevor zu euch die Strafe, ya'tiyakum al-azab, thumma la tunsarun, bevor zu euch die Strafe kommt und euch dann nicht mehr geholfen werden kann, geholfen wird. Und folgt dem Besten, was auf euch herabgesandt wurde von eurem Herrn, bevor zu euch die Strafe kommt, plötzlich, wo entum la tasharun, und ihr es ja nicht mal empfindet. Sura Summer 54, 55. Ja, das heißt also, wenn Allah sagt, macht das, bevor das passiert, dann zeigt das uns auch, dass wir die Tauba schnell machen müssen. Ja, nicht auf nächste Ramadan warten, nicht auch auf ein bestimmtes Gefühl warten, das ist auch etwas sehr Europäisches, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen jetzt. Tut mir leid, ich bin heute ein bisschen gemein. Aber das auch, damit wir wissen, damit wir vergleichen können. Diese Gedanke, dass ich bin islamisch, um ein bestimmtes Gefühl zu bekommen. Ja, aber man fühlt sich so leicht. Und man, das ist alles schön und gut. Wenn Allah uns das gibt, ist das super. Aber wir dienen Allah, weil er Allah ist. Nicht, weil wir davon irgendein Gefühl bekommen, weil vielleicht bekommen wir das nicht. Hören wir dann auf, Allah zu bedienen? Ja, das sind Geschenke von Allah. Einmal im Ramadan, einmal in der 25. Nacht, einmal an Eid-Dua. Dann gibt Allah diese bestimmte Nähe zu Allah, diese Weichherzigkeit, diese Tränen fließen dann auch, wenn man vielleicht alleine Dua macht. Aber man kann nicht immer in diesem Zustand sein.
Ja, und das heißt nicht, dass man nur für diesen Zustand Allah anbetet. Das machen wir nicht, sondern weil er Allah ist. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Das ist Allah und ihn alleine bitten wir und beten wir an. Ja, das heißt, wir müssen schnell Tauba machen. Das sagt der Koran uns auch. Eilt und kehrt schnell zu Tauba zurück. Ja, subhanallah. Allah lehrt uns auch im Koran, dass wir nicht panisch sind, aber eine Furcht und den Schrecken des Tages der Auferstehung empfinden und aus diesem Schrecken heraus auch Tauba machen. Ja, bevor dieser Tag zu euch kommt, wie heißt es? Bala, bevor nämlich was passiert? Am Tag der Auferstehung wird zu manchen gesagt werden, Bala, nein, es ist doch so, قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي, zu dir kamen doch meine Verse oder meine Zeichen, und du verleugnetest sie, biha wa wastakbarta wa kunta min al-kafirin, und du verhieltest dich hochmütig und warst ja einer der Verleugner. Und am Tag der Auferstehung, das war Summe 59, eine andere Eier, und am Tag der Auferstehung siehst du diejenigen, die gelogen und verleugnet haben über Allah, du siehst ihre Gesichter schwarz, also das ist diese Unglücksschwärze, fassbare Schwärze, Qatarun min al-dhilla, ja, diese Erniedrigung wird sich in Form von Dunkelheit auf ihren Gesichtern ablegen. Muswadda, alaysa fi jahannama mathwan lil-mutakabbirin, ist er nicht in Höllenfeuer eine Heimstätte, eine Rückkehr für die, die sich hochmütig verhielten? Bevor das passiert, müssen wir Tauba machen. Dann erklärt Allah uns auch im Koran, dass er die liebt, die viel Tauba machen. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Gewiss, Allah liebt ja die, die oft Tauba machen, und er liebt ja die, die sich reinigen und auch reinhalten. Surah Baqarah, Vers 222. Das heißt, wer die Liebe von Allah erwerben möchte, welchen Weg muss er gehen? Den Weg der Tauba. Dann heißt es im Koran auch, Wallahu yuridu an yatuba alaykum, und Allah will ja, yuridu, er will und er möchte, dass er sich euch in Reue, Annahme zuwendet. Wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat, aber die, die ihren Begierden folgen wollen, dass ihr abneigt, ein gewaltiges Abneigen, also weg vom geraden Weg, hin zu den Begierden, zu den Falschheiten, zu den Irrungen, dass ihr euch in die Irre geht. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, warum will Allah unsere Taube annehmen? Subhanallah. Allah will es uns ja erleichtern. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, und der Mensch ist ja schwach erschaffen. Ja, der Mensch ist nämlich so, nicht nur, dass er schwach ist und sündigt, der Mensch ist sogar so schwach, dass er die Schuld nicht tragen kann. Jetzt, dafür müsste man wissen, was wirkliche Schuld ist. Wenn ihr euch vorstellt, Allah bewahre, Allah bewahre, Allah bewahre uns alle und unsere Verwandten und unsere Lieben und alle Menschen, subhanallah. Wenn ihr euch nur für einen kurzen Moment vorstellt, und das ist nur aus Versehen, dass Allah bewahre, dass ihr einen Unfall habt und wegen eurer Schuld, weil ihr habt gerade irgendwo anders hingeguckt oder irgendwo falsch gefahren, wegen eurer Schuld ein Kind sterben würde. Allah bewahre. Dieses Schuldgefühl, könnt ihr danach noch normal weiterleben? Das ist nur aus Versehen passiert. Ihr könnt auch sagen, ich habe eine Schuld, war keine Sünde. Ja, deswegen im Koran, Qatlul Khata, der Mord aus Versehen, zum Beispiel Jagdunfall oder so, selbst dafür ist die Kafara ist so enorm, weil Allah weiß, wir sind sogar zu schwach, um unsere Schuld zu tragen. Wir können nicht leben. Menschen gehen in Depressionen, die werden tablettenabhängig, weil sie eine Schuld nicht vergessen können. Geht mal in die Welt, schaut euch mal um. Menschen, die vielleicht, bevor sie islamisch geworden sind, richtig schlimmer kriminell waren oder Allah weiß, was gemacht haben, und jemand leidet heute noch darunter. Und die wissen das. Jemand hat jemanden drogenabhängig gemacht. Und er weiß, dieserjenige ist in der Anstalt gelandet wegen mir. Ja, und deswegen hat Allah die Tauba erschaffen. Das, nein, ihr könnt euch reinwaschen. Bittet Allah um Reue, Annahme, und Allah wird euch das Gefühl geben, dass ihr mit der Schuld leben könnt. Wa khuliqa al-insanu da'ifa, wir können noch nicht mal mit unserer Schuld leben. Wir können noch nicht mal, wir sind noch nicht mal stark genug, nicht Sünden zu begehen. Wir sind nicht mal stark genug, unsere Konsequenz der Sündhaftigkeit, die auszuhalten, wenn Allah uns in Reue, Annahme zuwendet. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Wallahu yuridu an yukhaffifa ankum. Allah will es euch erleichtern. Aber ihr lauft weg von Allah. Allah will, ruft euch, damit es euch leichter gemacht wird, damit ihr ein leichtes Leben, ein hoffnungsvolles Leben führen könnt. Und ihr sucht andere Herren außer Allah. Habt ihr einen anderen Herrn, der so ist zu euch wie Allah? Gibt es auch ein Hadith, habe ich jetzt, kommt glaube ich gleich. Habt ihr einen anderen Herrn, der so ist wie ich, also wie Allah zu euch ist? Das war in Surat An-Nisa, der Mensch ist schwach erschaffen, Vers 27. Also alle Sünder, und wir alle sind Sünder, sind angesprochen. Denn wahrlich, wir können die Sünde und die Schuld nicht mal in Dunya aushalten, geschweige denn, dass wir sie in Akhira aushalten können. Afala yatubuna ilallah, wollen sie denn nicht tauber machen bei Allah? Ja, und Allah SWT verurteilt auch die, die nicht tauber machen. Er sagt, وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Surat al-Hujurat, Vers 11. Und diejenigen, die nicht tauber machen, das sind ja die, die Unrechthandelnde sind. Die Unrecht tun, die Zalim sind.
Also gibt es eigentlich nur zwei Gruppen. Es gibt die Zalim, Unrechthandelnden, dann gibt es die, die Tauba machen, At-Ta'ib, und dann gibt es keine dritte. Es gibt die zwei Gruppen nur. Entweder gehörst du zu denen oder zu denen. Der nicht Tauba macht, gehört zu den Unrechthandelnden, Zalim. Dann heißt es im Koran noch, ja, ayyuhan nas, oh ihr Menschen, jetzt hatten wir eben nur die Gläubigen aufgeteilt, oder Kafir und nicht, jetzt heißt es für alle Menschen allesamt, wo immer sie auch stehen mögen, istaghfirullah, fa'inni istagh, das ist ein Hadith, ja, ayyuhan nas, oh ihr Menschen, bittet Allah um Vergebung, denn ich, der Prophet Sassam sagt, bitte Allah um Vergebung und macht Tauba zu ihm, wa atubu ilayhi fil yawm, an einem Tag 100 Mal. Subhanallah. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, und wir sollen nicht Tauba machen. Die Sahaba, die Gefährten des Propheten Sassam, sagten dann, wir dachten, der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, wir beobachteten den Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, in einer Sitzung, wenn er mit uns einmal so saß, und wir zählten, dass er mal, 100 Mal und mehr, mal Allah um Vergebung bat. Während er sprach. Astaghfirullah. Allahumma aghfir lana. Immer so wieder eingeworfen hat, dass Allah ihm vergeben würde. Und das ist der Gesandte Allahs. Dafür müsste man wissen, was die Stellung des Gesandten sallallahu alaihi wasallam in unserer Umma ist. Da kommt auch wieder übrigens die Wichtigkeit vom Wissen. Ja, die Wichtigkeit von Wissen, weil wer nicht weiß, was Sünden sind, wer jahrelang dachte, Eitelkeit wäre keine Sünde, und dann nach 20 Jahren erfährt, oh mein Gott, ich habe 20 Jahre lang eine schlechte Eigenschaft mit mir rumgetragen, da kommt ja auch die Wichtigkeit von echtem Wissen, dass man sich wirklich um das kümmert, was einen selber betrifft. Das lernt, was bei einem selber gereinigt werden muss, und dabei den Wichtigsten folgt erstmal. Ja, dann heißt es natürlich auch im Koran, Surat An-Nasr, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, wenn der Sieg Allahs kommt und die Hilfe Allahs kommt und der Sieg, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ, dann preise den Lob deines Herrn. Und was mach noch? Wenn der Sieg, die Hilfe von Allah kommt, was sollst du machen? Bitte Allah um Vergebung. Subhanallah. Ja, das heißt also auch in guten Zeiten, jetzt sind wir, also rein global gesehen, wo befinden wir uns jetzt historisch? Die Umma befindet sich gerade mehr oder weniger in der Form von Unterjochung und Unterdrückung. Aber Allah SWT sagt, auch wenn es euch dann irgendwann mal besser geht, wenn es wieder aufwärts geht, vergesst nicht, bittet Allah um Vergebung. Man sagt immer, nein, jetzt sind wir sündig und deswegen hilft Allah uns nicht und wir müssen Allah um Vergebung bitten. Und sobald es gute Zeiten kommen, denkt man so, jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Allah muss mit mir zufrieden sein. Guck mal, läuft alles super. Das ist ja meistens so. In Problemzeiten sind wir viel weinerlicher auch vor Allah und bitten ihn ganz anders, als wenn es gute Zeiten sind. Allah SWT sagt, nein, auch wenn gute Zeiten kommen und richtig gute Zeiten, der Sieg Allahs, die Hilfe Allahs, fastaghfiru. Bittet Allah um Vergebung. Und das ist was ganz Wichtiges. Ja, die Gläubigsten von uns, ich glaube, die denken vielleicht noch daran, sich zu bedanken bei Allah in guten Zeiten. Aber die wenigsten, glaube ich, denken daran, Allah um Vergebung zu bitten, wenn er immer gute Zeiten erlebt. Ja, und Allah SWT sagt in Surat An-Nasr, einer der letzten Suren, die offenbart wurden, wastaghfir, und vergib, such bei Allah Vergebung, bitte ihn um Vergebung. Ja, Allah hat uns das Gott sei Dank im Gebet aufgeschrieben, wie ich vorhin auch erwähnte, in den Azkar von Sabah und Masa. Allah hat uns das quasi schon in so Routine eingelegt. Ja, und wir müssen das aber nochmal dann mit der Aufrichtigkeit und mit der Absicht nochmal erfrischen und erstärken und nochmal diese Kraft dahinter noch legen. Ja, dass nicht nur reine Lippenbekenntnisse werden, genau, sondern mit vollem Bewusstsein getan werden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt, Inna Allaha khalaqa baban yawma khalaqa as-samawati wal-ard. Gewiss, Allah hat ein Tor erschaffen, eine Tür, ein Tor, am Tag, an dem er die Himmel und die Erde erschaffen hat. Und er hat sie offen stehen gelassen. Diese Tür ist vom Westen aus her so weit, dass wenn ein Reiter reiten würde, 70 Jahre würde er sie nicht durchschreiten. Also er beschreibt gerade die Größe dieses Tors, ja? Würde er sie nicht durchschreiten. Und der Reiter würde trotzdem die Breite von dieser Tür nicht durchschreiten. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wisst ihr, welches Tor das ist? Und sie sagten, la ya Rasulullah, nein, wir wissen es nicht. Und er sagte, al-bab at-tauba, das Tor der Tauba. Es bleibt immer geöffnet, seitdem die Himmel und die Erde erschaffen sind. Es ist so breit, dass man es eigentlich fast gar nicht durchreiten kann. Das ist das Tor der Tauba. Wahrlich, wahrlich, das ist ein weites und ein geöffnetes Tor. Und es ist weiter, das ist so schön, und es ist weiter als deine Sünden. Subhanallah. Egal wie schlecht wir sind, aber so schlecht sind wir inshallah nicht. Ja Rabb, dass wir so viel Sünden machen, dass dieses Tor das nicht mehr aufnehmen kann, so hat Allah dieses Tor nicht erschaffen. Dieses Tor ist immer weiter, als was wir an Sünden machen können. Das ist Allahs Barmherzigkeit, Allahs Name At-Tawwab. Ja, und dann heißt es in einem Hadith auch, wenn die Sonne aber im Westen aufgeht, das ist eines der großen Vorzeichen von Yawm al-Qiyamah, von Tag der Auferstehung, dann wird dieses Tor geschlossen. Allah bewahre uns, gib uns ein, dass wir vor dem Moment des Todes und vor dem Aufgehen der Sonne im Westen, Allah uns die Fähigkeit gibt, aufrichtig Tauba zu machen. Amen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt auch,
Es gibt keinen Diener, der eine Sünde tut und der dann sich vor Allah aufstellt, der meint das Gebet, der sich dann zum Gebet aufstellt und Wudu macht natürlich davor und dann zwei Raka freiwillige betet, also zwei Gebetseinheiten freiwillige betet und dann sich hinsetzt und Allah um Vergebung bittet, außer dass Allah ihm diese Sünde vergeben würde. Das sind so wie Garantiescheine. Ja, Allah hat die so durch die Zunge des Gesandten Sassala uns gegeben. Das gibt keinen, der das nicht macht. Das ist so wie wenn ihr, immer diese materialistischen Beispiele, aber wir sind leider so programmiert, wenn jemand so einen Freischein-Garantie für irgendwas umsonst bei Douglas oder so, das mögen Frauen, ja, Douglas, irgend so eine teure Tasche und so, und ihr wisst ganz genau, wenn ich diesen Schein habe, kriege ich garantiert dieses und dieses, was ich mir sonst nie leisten könnte, zum Beispiel. Ja, das ist Sachen, das freut uns, weil diese Sicherheit einfach dahinter steht, weil der Mensch ist ein ängstliches Wesen. Wir sind von Zweifel geplagte Menschen. Ja, wir sind so erschaffen, dass wir immer so, oh, was wenn nicht und so. Deswegen fällt uns Tawakkul auch so schwer. Diese feste Verlassen auf Allah. Und deswegen hat der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt, in dieser Sache seid nicht im Zweifel. Was Sündhaftigkeit angeht und das Reue einlegen bei Allah, erlaubt euch da keine Zweifel. Warum? Weil genau da nämlich die Schwäche des Menschen ist, er würde weiter in Sünde verharren, wenn er nicht diese Zuversicht hätte, dass Allah ihm auf jeden Fall vergibt. So sind wir gemacht. Ja, wenn wir denken, so, ach, nicht sowieso nichts, was machen wir dann? Wir fangen es erst gar nicht an. Weil wir wollen Ergebnisse sehen. Ja, der Mensch ist so erschaffen, deswegen hat er uns garantiert, ohne dass Allah ihm vergibt. Das heißt, was machen wir, wenn wir eine Sünde bemerken an uns? Ist es gut, dass wir Wudu machen, zwei Raka beten, uns hinsetzen und Allah um Vergebung bitten und Allah wird uns diese Sünde vergeben. Dann heißt es auch, das hat Ahmed überliefert, dieses Hadith eben. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch, es gibt keinen, der Allah lieber ist. Es gibt nichts, was Allah lieber ist, als sich das Entschuldigen vor Allah. Al-Udhr, das Entschuldigen vor Allah, das dieses mir tut es leid zeigen vor Allah. Und zwar, uns fällt das ja sogar schwer vor Menschen, wir üben das ja gar nicht mehr. Ja, deswegen, wir müssen das wirklich üben, damit uns das leicht fällt. Auch vor Menschen, ja, vor euren Ehemännern und vor euren Kindern ist so eine Erziehungssache, muss man davon noch nicht zu viel machen, nachher denken, ja, das ist erziehungstechnisch vielleicht nicht ganz so gut. Aber vor Leuten, wo das gut und richtig ist, nie den Stolz zwischen euch und irgendwas kommen lassen, was euer Herz weich machen könnte. Was euch Allah auch lieber macht. Ja, dieses, es tut mir leid, sagen, macht uns nicht kleiner. Im Gegenteil, wer sich vor Allah demütigt, Allah wird ihn erheben, er wird ihn erhöhen. Ja, nichts ist Allah lieber, als dass sich entschuldigen und dass man sich vor ihm entschuldigt. Dann sagt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, dass wahrlich Allah breitet seine Hand aus in der Nacht, damit sich der Sündiger zu ihm reuevoll zurückkehrt. Allah breitet die Hand aus nachts, damit der, der tagsüber gesündigt hat, zu ihm reuevoll zurückkommt. Und Allah breitet die Hand am Tag aus, damit der, der nachts gesündigt hat, zu ihm in Reue zurückkehrt. Subhanallah. Die kennen wir alle, die Hadith. Aber in diesem Kontext, die nochmal zu lesen, ist eine gute Erinnerung. Dann heißt es in, subhanallah, 24 Stunden akzeptiert Allah unsere Taube. Subhanallah. Dann heißt es in Hadith Qudsi, also Allah spricht, aber ist nicht Teil vom Koran, dass, O Sohn Adams, alle Menschen, wahrlich, du bittest mich und du hast Hoffnung in mir und ich vergebe dir, das, damit ist gemeint, und ich vergebe die immer wieder und immer wieder. Wegen dem, was du gemacht hast, und ich kümmere mich nicht. Also, ja, ohne dass es mich erschwert, ohne dass ich mich darum sorge, mache ich das, diese Vergebung zu dir. Und O Sohn Adams, wie viel auch immer an Höhe deine Sünden erreicht haben, und auch wenn sie die Wolken am Himmel erreichen, und du mich dann um Vergebung bittest, ich werde dir vergeben. O Sohn Adams, wenn du zu mir kommst, mit der ganzen Erde voll. Stellt euch mal vor, die ganze Globus wäre drin, innen drin wären eure Sünden nur. Die ganze Erde voll von Sünden. Wenn du zu mir kommen würdest, mit der ganzen Erde voll von Verfehlungen und Sünden und würdest mich treffen und du hättest mir nichts beigesellt, würde ich dir begegnen mit genau der ganzen Erde voll von Vergebung. Subhanallah. Ich danke dem, was wenig ist. Also wenn du wenig an Gutem tust, das werden wir morgen lesen in deinem Allahs Namen Ash-Shakur. Ja, also auch wenn wir wenig Gutes tun, Allah dankt diesem, akzeptiert es und macht viel daraus. Und ich vergebe das Viele von den Verfehlungen. Also ihr macht wenig Gutes und Allah macht viel draus. Ihr macht viel Schlechtes, Allah macht nichts draus. Subhanallah, das ist Allah, At-Tawwab, Ash-Shakur, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Alle Namen spiegeln sich von Allah in dieser Eigenschaft wieder. Ja, und ich vergebe vieles. Meine Barmherzigkeit hat meinen Zorn eingeholt, ist ihm zuvorgekommen. Und mein Hilm ist das Ertragen, die Milde. Und meine Milde hat meine Strafe, das Strafen können und wollen, hat diese eingeholt. Und ich bin der Barmherzigste, barmherziger als die Mutter, die mild und gütig ist mit ihrem Kind. O meine Diener, wahrlich, ihr sündigt in der Nacht und am Tag und ich vergebe eure Sünden allesamt, so bittet mich um Vergebung.
Bittet, ich bin ja so schon. Jetzt, was habt ihr zu tun? Bittet mich um Vergebung und ich vergebe euch. Aghfir lakum. Subhanallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagt auch, unser Herr, tabaraka wa ta'ala, erhaben und hoch erhöht ist, der kommt herab zum Himmel dieser Welt im letzten Drittel der Nacht. Jede Nacht macht er das und er ruft, wer bittet mich, dass ich ihm erhöre? Wer bittet mich um Vergebung, dass ich ihm vergebe? Im letzten Drittel der Nacht, wo wir auch dann freiwilliges Gebet machen, wem das Allah erlaubt, eine sehr gute Zeit, Allah um Vergebung zu bitten. Gibt es jemanden, der Tauba macht, sodass ich mich atubu alay, dass ich mich in Reueannahme zu ihm wende? Gibt es jemanden, der um Sünde vergeben, um seine Sünden Vergebung bittet, dass ich ihm seine Sünden vergebe? Allah hat zu Dawud a.s. gesagt, der Prophet Dawud, ist nicht Teil vom Koran, ist ein Athar, also eine Überlieferung. Allah soll zu Dawud a.s. gesagt haben, dass, O Dawud, wenn diejenigen, die sich von mir abwenden, wenn man von wo weggeht, wenn die wüssten, wie sehr ich, Schauk heißt etwas ersehnen, okay, aber ihr müsst das im Kontext von Allah verstehen, wenn diese wüssten, wie sehr ich ersehne, dass sie zurück zu mir kommen, wenn die wüssten, die sich von mir abwenden, weggehen, in Ungehorsam, in Entfernung von Allah, wenn die meine Sehen, mein Ersehnen, mein Wollen wüssten und meinen Wunsch danach, dass sie zurückkommen und meinen Wunsch und meine Liebe danach, dass sie Tauba machen, dann würden sie dahin schmelzen und sich auflösen. Ladabu heißt wirklich, sie schmelzen, sich auflösen. Sie würden sich auflösen in Sehnsucht nach mir. Subhanallah. Wenn wir wüssten, wie sehr Allah es liebt und es will und sich sehnt danach und sehnen, so wie es zu Allah und seinen Eigenschaften passt, dass wir zu Allah zurückkehren, dann würden wir uns auflösen, uns dahin schmelzen, alles geben, dass wir zu Allah zurückkehren, dass wir Tauba zu ihm machen. Subhanallah. So Dawud a.s. hatte das gesagt. Wa ya Dawud und O Dawud, dies ist mein Wunsch für die, die sich von mir abwenden. So wie ist dann meine Liebe für die, die sich zu mir hinwenden. Subhanallah. Das ist für meine Sehnsucht für die, die weggehen. Ich wünsche, dass sie zurückkommen. Wie ist dann meine Liebe für die, die sowieso schon in meine Richtung gehen? Subhanallah. Die sowieso schon in meine Richtung gehen. Al-Maqbulina ilayya. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in einem Hadith, Hadith Qudsi, Inni wal ins wal jinn min daba'in azim. Subhanallah. Wahrlich, ich und die Jinn und die Menschen, mit uns verhält es sich so, ich habe sie erschaffen und sie beten außer mir jemanden an, Ghairi. Ich versorge sie und sie danken anderen außer mir. Ich wähle für meine Diener das, was am besten für sie ist und das, was schlecht für sie ist, bis die Sünden von ihnen hoch sich auftürmen. Ich liebe für sie meine Barmherzigkeit und ich bin ja der sie ihrer nicht bedarf. Also ich liebe für sie, dass ich ihnen mit Barmherzigkeit begegne, obwohl ich sie nicht brauche. Ja, also manchmal ist jemand lieb zu euch, aber er braucht euch auch. Ja, aber Allah braucht uns nicht und ist trotzdem barmherzig mit uns, liebt die Barmherzigkeit für uns. Und sie trotzdem erregen und tun Dinge mit Ungehorsam, die meinen Zorn erregen, obwohl sie doch meiner bedürfen. Afqar, die sind Bedürftige zu mir. Also wir erregen Allahs Zorn, obwohl wir ihn brauchen. Allah begegnet uns mit Barmherzigkeit, obwohl er uns nicht braucht. Ja, das ist Allah, At-Tawab. Ich erwähne sie, wenn sie Gutes tun, in meiner Zusammenkunft bei den Malaika, wenn wir zum Beispiel so zusammenkommen, werden unsere Namen bei den Malaika erwähnt. Und bei denen, die ich liebe und die mein Gehorsam begehen. Und ich lasse sie nicht verzweifeln über meine Barmherzigkeit. Diese Ayah, die wir gelesen haben. Allah lässt die Diener nicht verzweifeln über seine Barmherzigkeit. Wenn sie Tauba zu mir machen, dann wahrlich bin ich den, wo sie Liebe finden werden. Und wenn sie sich abwenden, dann bin ich auch der sie zurückholen kann. Also Allah zeigt uns, in welcher Art und Weise auch immer, wir sind abhängig von Allah. Ich prüfe sie mit Schicksalsschlägen, bil Masaib, um sie zu reinigen von das, was Makel ist bei einem Menschen. Allah prüft uns mit Schicksalsschlägen und jeder von uns hat etwas, an irgendetwas zu knabbern in seinem Leben. Allah prüft uns, um uns zu reinigen von dem, was uns verunreinigt, ja, was uns nicht würdig ist. Allah will uns reinigen und prüft uns deswegen. Deswegen, wer zu mir in Tauba kommt, dem werde ich treffen, dem werde ich begegnen. Wer zu mir Tauba kommt, dem werde ich begegnen, auch wenn er weit weg ist. Und wer sich von mir abwendet, den rufe ich von Namen, also Allah ist immer nah, und ich werde zu ihm sagen, geh, wo immer du auch hingehen willst, gibt es für dich einen Herrn außer mich?
Das ist ein Athar. Ja, das ist ein bisschen Gedichtsform. Allah SWT sagt dem Diener, der sich auch abwendet: Geh, wo auch immer du hingehen willst, flieht. Fafirru ilallah. Ja, flieht, wo immer auch immer. Wohin werdet ihr fliehen? Zu Allah zurück. Ja, es gibt keine Zuflucht von Allah, außer bei Allah. So heißt es im Koran. La malja'a minhu illa ilayh. So ungefähr, ja. Es gibt keine Zuflucht von Allah weg, dass man sagt, okay, ich will nicht von Allah bestraft werden. Gibt es jemanden, der auf mich aufpassen kann? Du kannst nirgendwo hinlaufen, außer zu Allah zurück, weil nur er kann sich vor seiner Strafe beschützen. Ja, das ist Allahs Name. At-Tawab, fatubu ilallahi jami'an. Dann sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi, jetzt kommen diese wichtigen Punkte auch nochmal, um das nochmal zu unterstreichen. Der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, sagt in einem sehr schönen Hadith, das wir auch alle kennen, dass wahrlich Allah freut sich mehr über die Tauba. Ich muss Tauba jetzt nicht mehr übersetzen, ja? Über die Tauba seines Dieners. Und dann gibt der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ein Beispiel dafür, über diese Freude von Allah. Das Beispiel dafür, für die Freude von Allah über den Diener, wenn er Tauba macht, ist wie wenn ein Mensch unterwegs ist in der Wüste. Und wenn einer von euch schon mal in der weiten Sahara war, und wir haben heute alle Fernsehen, die weite Sahara, weder in die Richtung noch in die Richtung irgendeine Tankstelle zu sehen, kein Strom, nichts. Das, was für dich notwendig ist zum Überleben, ist mit deinem Reittier. Du und dein Reittier, absolut notwendig, sonst kannst du nicht überleben. In der Wüste, dein Wasser ist weg, dein Kompass ist weg, alles ist weg, du kannst nicht überleben. Ja, und jemand ist unterwegs in der Wüste und mit ihm ist sein Kamel oder sein Reittier und darauf ist sein Essen, seine Nahrung, sein Getränk und er ist in der Mitte der Sahara, in der Mitte der Wüste und das Kamel läuft ihm weg. Und der Mensch denkt von sich, dass jetzt ist ich bin tot, er sucht hier, er sucht da, aber er findet nichts, er verzweifelt daran und er ist sich sicher, das ist sein Ende, das ist sein sicherer Tod. Und während er das noch denkt, ist seine Verzweiflung so groß und so groß und so groß, dass er sich selber schon mal eine Grube aushebt und in die Nähe legt, weil wenn er gar nicht mehr kann, will er wenigstens ein Grab haben, dass er da reinfällt. Subhanallah. So groß ist seine Verzweiflung. Und er setzt sich hin, hat das Grab, Grube ausgegraben und hat den Kopf senken lassen in äußerster Verzweiflung und er hebt den Kopf und findet sein Kamel mit Essen und Trank vor ihm stehen. Und seine Freude ist so groß und ist so groß, stellt euch mal vor, von Tod auf Leben auf einmal in einer Sekunde. Ja, seine Freude ist so groß und so groß und so groß, dass er aus Versehen sagt, oh Allah, ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Also Allah ist dein Herr, eigentlich ist Allah, ja, du bist mein Herr und ich bin dein Diener. Aus Versehen sagt er, Allah, ich bin dein Herr und du bist mein Diener. Weil seine Freude so groß ist, dass er nicht mehr klar denken kann. Allah SWT sagt, Allahs Freude, wenn wir Tauba machen, ist größer als die Freude von diesem Mann. Das ist unglaublich. Also nicht nur, dass Allah uns vergibt, sondern Allah uns auch noch wissen lässt, Allah vergibt euch gerne. Er freut sich darüber. Also diese Rahma von Allah, dass er uns das Gefühl gibt, als ob wir noch was Gutes tun würden. Als ob wir, das ist ja so, als ob man jemandem, man tut jemandem voll so einen Gefallen. Du arbeitest bei einer Schwester, die ist krank und du putzt ihren ganzen Haushalt und hast Rückenschmerzen am Ende und so. Und du gibst ihr aber das Gefühl, als ob sie dir einen Gefallen gegeben hätte. Das ist Akhlaq, ja? Das ist gutes Benehmen. Du sagst, nein, meine Schwester, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, Hasanat zu verdienen, dass ich dir helfen darf, das gibt mir so eine Freude. Das ist dasselbe. Eigentlich hast du gearbeitet, eigentlich hast du etwas getan, aber du gibst trotzdem das Gefühl, als ob sie dir einen Gefallen getan hätte. Das ist dasselbe hier mit Allah. Und für Allah sind die höchsten Gleichnisse. Hier für Allah gibt es kein Vergleichnis. Allahs Freude, nicht nur, dass er sagt, also, gut hast du es nicht gemacht, aber okay, ich verzeih dir. Hätte auch, Allah hätte uns auch so begegnen können. Das ist Allahs Herrschaft. Können wir Allah zwingen, irgendwie zu sein? Können wir sagen, Allah, das passt uns jetzt aber nicht so gut, dass du so und so bist? Das versuchen wir manchmal. Das ist auch wieder typisch europäisch, diese bisschen atheistische Haltung. Wenn es Allah gibt, dann warum das und das und das? Als ob wir Allah zur Frage stellen könnten. Als ob wir ihn zur Rechenschaft ziehen könnten. Das ist Allahs Schöpfung. Das ist Allahs Herrschaft. Er gibt und nimmt, von wem er will. Er hat erschaffen und er vernichtet, wann er will. Wieso wachen wir nie auf morgens mit Augenlicht, mit Atemfähigkeit, mit Ohr, mit Gehirn und fragen, wenn es Allah gibt, warum hat er mir so viel gegeben? Das fragen wir nie. Ja, aber immer diese Fragen, auch immer typisch in satten Ländern, wo es keinen Hunger gibt eigentlich. Wenn es Allah gibt, warum gibt es dort und dort Erdbeben? Und in den Erdbebengebieten sind alle Menschen meistens gläubig. Ja, immer diese Ausrede vor Allah, dass ja, ich würde ja gläubig sein, wenn das und das wäre und eigentlich will das Herz nicht. Das ist Allahs Freude über den فَاللَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ. Allah ist mehr erfreut über die Taube von eines jeden von euch, wenn er Tauba macht, als dieser Mann, der in der Wüste von absoluter Verzweiflung zur Hoffnung auf Leben in einer Sekunde wieder diese Freude verspürt. Subhanallah. Das heißt also, Allahs Freude über unsere Tauba ist eigentlich größer als unsere eigene Freude über unsere Tauba.
Weil wir können es ja gar nicht einschätzen, wo wir waren und woraus wir uns gerettet haben. Ja, wir wissen ja nicht, was alles noch kommt. Allahs Freude über unsere Tauba ist noch größer als unsere eigene Freude über das, was sie gemacht haben. Subhanallah. Ja, er sagt hier als Beispiel, das ist genau wie die Freude, wenn man jemanden Sadaqa gibt. Das ist, wie ich eben meinte, wenn man einer Schwester hilft, ist auch eine Art von Sadaqa. Du gibst jemanden Sadaqa und der ist gerade so erfreut darüber, was zu kriegen, dass er vergisst die Tatsache, dass er ja eher allgemein dafür dankbar und auch die Freude verspüren. Er ist mit dem Nehmen beschäftigt. Ja? Aber der, der gibt, der kann richtig genießen die Freude. Warum? Weil er hat schon abgegeben. Er muss sich jetzt nur noch freuen. Ja, so, das ist ein Vergleichnis um Allahs Tauba, die Freude von Allah über die Tauba des Menschen. Wir können es nicht nachvollziehen, aber eine Idee davon zu haben. Ja. Ja, also Allah ermutigt uns, Tauba zu machen, egal wo wir stehen, und unsere Stufen bei Allah auch zu erhöhen mit der Tauba. Die Tauba ist ein Mittel, um sich Allah anzunähern und die Liebe Allahs zu erwerben. Dann auch, Tauba ist auch genau das, das ermutigt uns auch, Tauba zu machen. Tauba ist auch genau das, was Shaitan, Iblis, nicht gemacht hat. Ja? Was Shaitan, Iblis, das ist ja, das ist also, wir können sagen, nicht Tauba zu machen, ist eine satanische Tat. Ja, das ist Okkultismus pur, meinetwegen. Nicht Tauba zu machen, zu meinen, man müsste nicht Tauba machen, zu meinen, man hätte es nicht nötig, zu stolz zu sein, es zu machen, zu was auch immer, nicht Tauba zu machen, ist eine Eigenschaft von Shaitan, der genau das verweigert hat. Im Gegensatz zu Adam, hat auch einen Fehler gemacht, aber er hat Tauba gemacht und Allah hat ihm vergeben. Ja. Allah sagt auch in einem anderen Hadith, solange sie mich um Vergebung bitten, also egal wie lange sie Sünden machen, aber solange sie mich auch um Vergebung bitten, werde ich ihnen immer weiter vergeben. Subhanallah. Ja, was macht die Idee von Tauba? Also nochmal, sie macht Hoffnung und auch Wiederbelebung und auch, das ist auch wichtig, sie macht die Menschen und somit auch die Gesellschaft fähig, sich immer wieder zu erneuern. Ja, wenn wir zum Beispiel jetzt auf unseren Zustand gucken, sagen wir mit einer Familie, wenn wir wüssten, nee, also Schulden, die wir mal gemacht haben oder eine Schuld, die wir uns haben zukommen lassen, die ist jetzt da, aus der kann man nichts mehr, die ist nicht mehr zu bereinigen. Dann die meisten von uns würden nicht in der Lage sein, uns zu verbessern oder zu entwickeln. Die hat Hoffnung zu sehen, dass nein, wir können das auch anders machen. Wir können es besser machen. Und die Tauba macht, Erlaubnis von Allah, Tauba zu machen, diese Garantie von Allah, dass er uns reinwäscht, dass wir neu anfangen können, die gibt uns die Kraft, uns immer wieder neu zu verbessern und Islah auf der Erde zu verbreiten. Ja, und das ist auch unsere eigentliche Aufgabe. Allah SWT sagt, Inni ja'ilun fil ardi Khalifa, gewiss, ich will auf der Erde einen Nachfolger ernennen, und deswegen wurde der Mensch auch erschaffen. Und das ist die eigentliche Aufgabe des Menschen, auf Erden Frieden und Ordnung zu verbreiten. Und wenn es Tauba nicht gäbe, könnten wir diese Aufgabe nicht erledigen. Weder als Individuum noch auf gesellschaftlicher Ebene. Wenn Allah diese Eigenschaft von Tauba uns nicht gegeben hätte. Subhanallah. Stell dir vor, da würde jemand klauen und das wäre dann ein Brandmark auf seiner Seele. Er wäre ein Dieb für alle Ewigkeiten und das, er würde in der Gesellschaft nur noch den Platz als Dieb haben. Das wäre es dann. Ein Fehler, das wäre vorbei. Er würde nie wieder mit reinem Gewissen, mit erhobenem Kopf sagen können, nee, ich möchte jetzt was Gutes für die Gesellschaft tun. Er wäre ein Dieb und das wäre vorbei. Ja, und das ist auch eine Härte, die wir auch leider oft praktizieren, dass wir den Menschen nicht vergessen. Ja, dass wir uns selber auch manchmal auch ein bisschen zu hart sind, dass wir nicht anderen und uns selber nicht vergessen, auch wenn er Tauba gemacht hat, wenn er, sondern er lebt dann mit diesem Brandmark. Ja, jeder hat auch in der Familie meistens eine Stellung, das ist die Faule, das ist die. Ja, dass wir die Menschen nicht rauskommen lassen aus dem, was sie vielleicht an Fehlern oder Unzulänglichkeiten schon getan haben. Ja. Inni ja'ilun fil ardi Khalifa. Und deswegen, die Tauba unterstützt diese Grundbasis von Islah der Gesellschaft und der Familie und des Einzelnen. Ja. Jetzt könnte man auch fragen, warum hat Allah uns nicht von Anfang an sündenfrei gemacht? Ja, die Tauba ist ja für die, die halt Unzulänglichkeiten und Sünden machen. Die Frage ist, so wie die Propheten in Esma leben, die sind geschützt von Sünden, die machen einfach keine Sünden. Warum hat Allah nicht einfach alle so erschaffen? Dann wäre das ganze Thema ja erledigt, wäre viel einfacher für uns alle. Aber Allah SWT hat seine Diener erschaffen und er bringt sie zum Wachsen und er macht Tarbiyah mit ihnen und er verpflegt sie. Und Allah hat die Menschen auf eine bestimmte Art und Weise erschaffen. Und Allah liebt auch die Eigenschaft, zwei Sachen. Allah liebt an den Dienern, dass sie i'tiraf machen, die Sünde zugeben. Das ist Allah eine Liebe-Eigenschaft. Und Allah liebt die Eigenschaft des Menschen, Reue zu zeigen. Inna Allah yuhibbu tawabin. Und Allah liebt das mehr, als dass er lieben würde, dass wir gar keine Sünden machen. Das muss man sich mal vorstellen, subhanallah. Das heißt nicht, dass Allah die Sünden liebt. Ja? Das ist ein bisschen schwierig jetzt. Das heißt nicht, dass wenn man Sünden macht, sagt man, wieso, Allah will mich ja genauso haben, astaghfirullah. Ja, nicht, dass man so simpel denkt, sondern dass Allah liebt aber
mehr, dass jemand, der zur Sünde fähig ist und sie auch mal tut, weil er nicht so stark ist, aber dann Reue zeigt und sich reinwäscht und zu Allah immer wieder hinwendet, weggeht und wieder zurückkommt, weggeht und wieder zurückkommt. Allah liebt das mehr oder hat das für uns gewählt, mehr als die Tatsache, als dass er uns alle hätte zu Engel machen können. Das wäre für Allah nicht schwer gewesen. Allah hat uns so, wie die Engel auch gesagt haben, O Allah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, wir machen doch das Tasbih von dir und preisen deine Heiligkeit. Warum erschaffst du den Menschen? Ja, aber Allah sagt, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ich weiß, was ihr nicht wisst. Ich weiß, dass unter diesen Menschen viele Sünder sein werden, aber dann gibt es auch die, die weinen vor mir nachts, wenn kein Mensch sie sieht und sagen, Allah, vergib mir. Und diese Tränen sind mir mehr wert, als jemand, der gar keine Sünden macht. Ja, unter diesen gibt es welche, die 99 Morde gemacht haben und dann noch den 100. dazu. Kennt ihr alle die Geschichte? Und dann sagen, Allah, ich will echt dauern und losziehen aus der Stadt, alles verlassen, was sie kennen, und losziehen, um bei Allah zu bereuen. Und Allah ihnen dann noch Engel schickt und diese Entfernung verlängert. Ja, das ist eine lange Geschichte, jetzt könnt ihr selber nachlesen. Die Entfernung verlängert, Allah alles tut, damit er die Taube von diesen Menschen annimmt. Als ob Allah was davon hätte und Allah hat nichts davon. Allahs Reichtum wird nicht vermehrt, wenn wir alle die frömmsten Menschen auf der Erde wären. Und Allahs Reichtum wird nicht vermindert, wenn wir so schlimm wären alle wie Iblis persönlich. Allahs Reichtum wird nicht vermindert. Aber Allah liebt es und freut sich über unsere Tauba. Warum hat Allah uns nicht geschützt? Ibn Qayyim al-Jawziyya wird eine Aussage überliefert, sehr schön, dass als Adam a.s. vom verbotenen Baum gegessen hat und aus dem Paradies herabgesandt wurde auf die Erde, dann pflegte er zu weinen und Allah pflegte zu ihm zu sagen, ja Adam, o Adam, wenn ich dich geschützt hätte, weil Allah hätte ja Adam a.s. auch einfach schützen können und er hätte nicht von diesem Baum gegessen, ja? Dass er sagt, o Adam, hätte ich dich geschützt und bewahrt, und deine Kinder auch danach dir bewahrt, dann auf wen hätte ich meine Barmherzigkeit ergießen können? Subhanallah. Auf wen hätte ich großzügig sein können mit meiner Barmherzigkeit und mit meiner Vergebung und mit meinem Afu, mit meiner Allvergebung und mit meiner Milde? Und ich bin doch der At-Tawwab und der Ar-Rahim ist. Und o Adam, Subhanallah, du tratest bei mir in das Paradies ein, das Eintreten eines Königs, so wie Könige bei Königen eintreten. Ja, du warst eine neue Schöpfung und bist wie ein König bei Königen eingetreten. Und jetzt trittst du in das Paradies ein, bei uns, den Eintritt eines Knechtes, so wie ein Knecht bei Königen eintritt. Und dies ist mir lieber. Ja, was heißt, was will Allah damit sagen, oder diese Aussage? Dass wenn wir nicht sündigen würden, dann würden wir vielleicht in Eigenliebe und Stolz verfallen. Und das ist Allah uns... Das will Allah nicht für uns und deswegen hat er uns etwas gegeben, Schwäche, die uns immer wieder zeigt, wir sind Knechte. Wir sind Knechte, wir sind Knechte. Wir sind schwach, wir sind schwach, wir sind schwach. Wir brauchen Allah, wir brauchen Allah, wir brauchen Allah. Das ist Allah lieber, als dass wir ohne Sünden kommen zwar, aber nicht wie ein Knecht, nicht mit Demut. Subhanallah. Und jetzt trittst du wie ein Knecht bei Königen ein. Und dies ist mir lieber. O Adam, eine Sünde, wegen der du dich bei mir demütigst, ist mir lieber als ein Gehorsam, mit dem du Riyah machst, auch wenn diese Riyah zu uns ist. Ein Gehorsam, wenn jemand zu Allah kommt und sagt, Allah, ich habe gefastet. Das ist Allah weniger lieb, als wenn jemand kommt und sagt, ja Rabb, vergib mir, ich habe das und das falsch gemacht. Das ist Allah lieber, dieses Flehen und Demütigen vor Allah, als jemand sagt, ich habe Gutes getan. Ja, dann lieber Allah anflehen, dass Allah, ich habe zwar Gutes getan, bitte akzeptiere es, weil ich weiß, es ist mit 1000 Fehlern passiert. Ich habe zwar hier und da ein bisschen brüchig Gutes hinbekommen, aber akzeptiere es, das ist dann Allah auch lieber. Min ta'atin tarani bihi alayna. O Adam, das Weinen, die Demut der Sündiger ist mir lieber, ist beliebter bei mir, als das Lobpreisen derer, die Augendienerei betreiben. Und Mura'ina ist nicht nur Augendienerei bei Menschen. Also auch vor Allah... Wie sagt man, falatu zaku anfusakum, so ähnlich, ja? Reinigt euch nicht selbst, behauptet, beansprucht nicht für euch selber Reinigkeit. Allah weiß, wo ihr steht. Ja, diesen Anspruch von, nein, Alhamdulillah, also ich mache immer so und so viel. Das ist etwas, was der Diener nicht sagen sollte. Wenn wir was geschafft haben, Allah akzeptiert es. Das ist das Höchste, was wir sagen. Und wenn wir was nicht geschafft haben, dann haben wir sowieso nicht diesen Grund. Deswegen ist Allah lieber das Flehen des Sünders als das Ria-Machen des Gehorsamen. Ja. Ja, Adam. Sei nicht traurig über das, Subhanallah. Sei nicht traurig darüber, o Adam, dass ich dich aus dem Paradies rausschicke, denn für dich habe ich es ja erschaffen, aber geh herab auf das Leben des Diesseits und bemühe dich und sehe die Samen der Gottesfürcht und Aslih und mach Rechtschaffenes auf meiner Erde, bis dass du das Paradies begehrst und dann werde ich dich darin eingehen lassen.
Ja, das war Ibrahim al-Jaziyah, eine Überlieferung von über Adam a.s. Ja. Und der Name Tawab hat mit den meisten Namen von Allah zu tun, mit Ar-Rahim, mit Ar-Rahman, mit Al-Halim, mit vielen Namen. Da müssen wir nochmal drauf eingehen, schauen, wenn wir die anderen Namen machen. Ja, subhanallah. Und wenn wir in diesem Licht dann nochmal auch die Schwierigkeiten betrachten, die jeder von uns im Leben hat, die uns manchmal erschüttern und uns manchmal zum Weinen bringen und uns manchmal unsere Unzulänglichkeit und Schwäche körperlich, finanziell, emotional und was auch immer, Familienprobleme, finanzielle Probleme, Feinde sind um uns herum, was auch immer, das ist dann eigentlich auch im Verborgenen eine Barmherzigkeit von Allah, weil sie uns immer wieder unsere Schwäche, Unzulänglichkeit, Mangelhaftigkeit und damit auch unsere Sündhaftigkeiten klar machen. Dann ist es auch Barmherzigkeiten. Ja, und nicht nur, manchmal sagt man, oh, ich habe echt viele Prüfungen. Ja, auch die sind Barmherzigkeiten, weil du dich dadurch mehr zu Allah wenden kannst. Ja, Allah prüft uns, damit wir uns zu ihm wenden. Ja, da gibt es eine Geschichte von einem Arzt, der soll wo gelebt haben. Das hat mit uns nicht so viel zu tun. Zwei, drei Geschichten über Menschen, die tauber machen. Ich meine, ihr kennt auch alle bestimmt viele Geschichten von Menschen, die wirklich richtig tief im Sündenpfuhl schon waren. Wir alle kennen, wir alle waren wahrscheinlich mehr oder weniger selber auch Menschen, die nicht wussten, wussten aber nicht taten, was auch immer. Hier gibt es eine Geschichte von jemandem, der als Muslim in einem muslimischen Land der Alkoholsucht verfallen war. Und das ist etwas, auch wenn manche Leute noch so ein bisschen naiv sind und sagen, nein, das gibt's da nicht, dann geht halt schon Obra machen. Und die meisten, die zurückkommen, die sagen dann, was? Neben mir bei der Kaaba hat einer die Tasche von jemandem geklaut. Und jemand, das gibt es. Menschen sind so, mal mehr, mal weniger, aber das gibt es, bevor man aus seinem rosarote Brille schreckhaft aufwacht, stellt sich das schon immer so vor. Menschen sind überall Menschen und sie bleiben auch überall Menschen und mal mehr und mal weniger schlecht. Und jeder, und das ist das Schöne, jeder, egal wie tief er im Sündenpfuhl steckt, kann trotzdem durch diese Tauba, und die ist unheimlich schnell und kurzer Weg, kann seinen Weg zu Allah finden. Da gab es einen Mann, der wirklich alkoholsüchtig war und hat alles, was damit verbunden ist, als Muslim, als jemand, der islamische Eltern hatte, die ihr Bestes versucht haben. Und das darf man auch nicht immer sagen, ja, dann haben die Eltern irgendwas falsch gemacht. Das darf man, Allah bewahre uns alle davor, dass wir sowas sagen, weil nicht, dass Allah und unseren Kindern das uns dann zeigt. Und wer macht nicht Fehler mit seinen Kindern, mit seiner Erziehung, mit allem? Das soll man nicht, diese Analyse auch, ja, Moment mal, dem geht es des und deswegen schlecht. Wir analysieren immer so gern. Also ich mache das überhaupt nicht gerne. Man kann lernen, man soll lernen von Sachen, aber man soll nicht verurteilen. Und das war jemand, der dann durch die Alkoholsucht auch Sinner gemacht hat und alles, was dazugehört, Eltern zum Weinen gebracht, Uquq al-Walidain, Rechte von all seiner Familie gebrochen hat, auch dann die Rechte seiner Frau nicht gegeben hat, Unzucht getrieben hat, alles, was es da gibt. Und Allah hat dann seine Tochter sehr krank gemacht. Und er war sogar Atheist, subhanallah, er war Atheist, hat in einer, und in unseren Ländern, wisst ihr, ist das leider mittlerweile auch möglich, dass auch in dem Namen Philosophie auch Atheismus gepredigt wird, im Namen der Wissenschaft. Und er hat in einem islamischen Land, wo auch immer jetzt, hat er wirklich dafür eingestanden, dass nein, es gibt keinen Gott, mit all diesen anderen Sünden. Und seine Tochter ist dann sehr krank geworden, das war eine sehr komische Krankheit, sie hat sich auf einmal nicht mehr bewegt und dann nicht mehr, ja, also so völlig diese... Eine Krankheit, wo die Ärzte auch wirklich jede Hoffnung aufgegeben haben und gesagt haben, wir können dir auf keinen Fall mehr helfen, erwarte den Tod. Wir haben unser Bestes getan, du kannst jetzt darauf warten, dass sie stirbt. Und der Mann konnte das sehr, sehr schwer ertragen, es war unglaublich schwer für ihn. Er hat, wie sagt man, er war nicht mehr also zurechnungsfähig, er hat wirklich die Kontrolle über sich verloren und hat auf einmal angefangen, die Tochter überall mitzunehmen, so aus Angst, dass sie jederzeit sterben könnte. Mit zur Uni, mit dahin, überall mitgenommen, aus dieser Angst. Und dann auf einmal, und jetzt von außen betrachtet würden wir sagen, boah, der Arme, wieso hilft Allah nicht einfach, macht doch die Tochter gesund. Aber schaut mal, das ist ja ein Erdbeben, in einem persönlichen Leben ist das wie ein Erdbeben. Auf einmal wurde dem Mann dann auf einmal bewusst, dass subhanallah, die Ärzte können nicht helfen, ich kann nicht helfen. All die Stärke, all der Spaß, all das, was ich immer dachte, das ist mein Leben, dafür stehe ich ein, dafür opfere ich alles. Soll meine Eltern weinen, soll meine Frau weinen, ist mir alles egal, ich opfere alles. Keiner ist jetzt für mich da. Alles, wofür ich mich aufgelöst habe, ich habe Leute weinen lassen deswegen, keiner ist für mich da. Und er hat angefangen, Dua zu machen. Und er hat angefangen, Tauba zu machen. Und er hat angefangen, Reue einzulegen bei Allah. Und Allah hat ihm dann den geraden Weg gezeigt. Er hat dann offiziell auch sich vom Atheismus wieder distanziert. Offiziell gesagt, nein, ich habe meine Meinung geändert. La ilaha illallah, es gibt Allah. Und man sagt, ich meine, Allah, das sind immer diese Geschichten, dass seine Tochter auch wieder gesund geworden ist. Subhanallah. Ja, und wir kennen alle solche Geschichten. Wir kennen alle solche Geschichten. Jeder von uns hat so eine Geschichte. Jeder von uns hat eine Geschichte, wo wir durch Umstände vielleicht drauf nicht hingewiesen, drauf mit dem Hammer auf den Kopf drauf hingeschubst wurden. Das schaut mal, verlasst euch nicht auf die Schwächen der Menschen. Verlasst euch nicht auf die Schwächen von euch selbst, sondern wendet euch zu dem, der euch niemals enttäuschen wird.
Allah, At-Tawwab, Ar-Rahim, Al-Mutawakkil, Al-Wakil, derjenige, auf den wir uns alle verlassen können. Ja, da gibt es eine andere Geschichte, auch dies jetzt. Ja, dann auch diese Geschichte über die, aus dem Koran, auch die drei Leute, Sahaba, die in der Schlacht von Badr auch schon bewiesen hatten, dass sie rechtschaffene Sahaba-Gefährten sind, die für Allah alles geopfert hatten. Aber auch, das finde ich auch, was ja schön ist, Astaghfirullah, aber dass auch diesen etwas passiert ist, wofür sie haben Tauba machen müssen. Ja, die sind nicht mit der Schlacht, auf die Schlacht von Tabuk mitgegangen. Und das war etwas, wo Allah subhanahu wa ta'ala dann gesagt hat, die sollen warten. Allah wird ihnen verkünden, ob er ihnen verzeiht oder nicht. Und die haben circa, man sagt, ich habe jetzt die Zeit vergessen, 5 Wochen. Jetzt vergessen, wie lang. Also schon eine Zeit lang, sagen wir mal ein, zwei Monate, Allah alle, haben die eine Zeit verbringen müssen. Der Prophet Sassim kam zurück aus der Schlacht, hat die Leute begrüßt und hat ihnen gesagt, die Munafirin hat er gelassen, sagt er, Allah wird euch noch nicht mal verkünden, ob er euch verzeiht oder nicht. Ja, aber bei denen, denen tat es wirklich leid und die hatten keinen wirklichen Grund, warum sie nicht mitgegangen waren. Und das war ein allgemeiner Ausruf, alle mussten eigentlich mitgehen in dieser Schlacht. Und Allah hat deren Angelegenheit postponed, wie heißt das, verlängern, aufgeschoben. Er hat ihre Angelegenheit aufgeschoben und hat die warten lassen. Und in dieser Zeit war auch ein allgemeiner Boykott. Den Muslimen wurde verboten, mit ihnen zu sprechen. Das heißt, sie sind in die Moschee gegangen und keiner hat ihnen Salam gesagt. Die sind irgendwo auf den Markt gegangen und keiner hat mit ihnen was zu tun gehabt. Also es war eine richtig schwere Zeit für diese drei Sahaba. Ka'ab bin Malik und zwei andere Sahaba waren das auch. Und dann, nach ein paar Wochen, kam ein Rufer dann aus der Moschee gelaufen und sagte, Ka'ab, Ka'ab, und zu diesen anderen zwei, Allah hat euch vergeben, frohe Botschaft für euch, frohe Botschaft für euch, Allah hat euch vergeben, komm in die Moschee. Und der war so glücklich, der hatte nichts anzuziehen, war ein bisschen ärmlich wohl zu der Zeit, und hat sich schnell was ausgeliehen irgendwo, damit er was anzuziehen hat, ist in die Moschee gelaufen. Und ich finde das auch so schön, dass die sich untereinander auch so, der wusste, wenn Allah mir jetzt verzeiht, dann muss ich von der Gesellschaft auch nichts mehr fürchten. Ja, wir würden sagen so, nee, okay, Allah soll mir die Vergebung nach Hause schicken, ich habe keine Lust mehr, jetzt, mich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ja, wir würden uns, ja, warum? Weil wir von den Menschen immer noch irgendwo, vielleicht unberechtigt auch, aber uns irgendwo noch bedroht fühlen würden. Aber die, das war diese Atmosphäre damals, dass nein, wenn Allah verzeiht, wer sind wir Menschen? Das, die haben sich gefreut für diese drei. Die haben nicht gesagt so, oh Gott, also an meiner Stelle hätte ich die noch 5 Monate, wie sagt man, ja, damit die wirklich lernen. Ja, wir sind so immer noch ein drauf, noch ein mehr strenger als Allah. Ja, und der ist in die Moschee gelaufen und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und da hat er sich ein bisschen geschämt, wollte sich nicht direkt zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, im Hadith, Riyadus Salihin, könnt ihr lange nachlesen, im Babu Tauba, glaube ich, ist er zum Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat sich nicht direkt zu ihm gewandt, weil er sich geschämt hat. Ich meine, musste lange auf seine Tauba warten. Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat ihn aber gesucht und gesagt, komm zu mir, hat sich vor ihm gesetzt. Und er selbst überliefert und das Gesicht des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, hat so gestrahlt. Es hat so gestrahlt, als ob ein Stück des Mondes runter auf die Erde gekommen wäre. Sich so gefreut, weil Allah diesen Menschen vergeben hat. Das wurde im Koran, in Surah At-Tauba, wurde die Tauba für diese Menschen wurde offenbart. In Schwarz auf Weiß, wir lesen das bis Yawm al-Qiyamah. Und noch weiter, weil Koran ist Kalamullah, wird im Akhira auch gelesen. Subhanallah. Ja, das ist diese Freude über Tauba. Und wir sollen uns auch freuen über andere. Wir sollen anderen den Weg zur Tauba auch leicht machen. Das ist unsere Aufgabe. Auch wenn wir die Diener von At-Tawab sind, dann was das Erste, was wir machen? Wir müssen regelmäßig Tauba machen. Ja, wir können nicht sagen, wir dürfen keine Sekunde vergehen lassen ohne Tauba, aber wir sind nicht so erschaffen. Allah hat uns nicht so erschaffen. Dafür hat Allah diese Regelmäßigkeiten. Wir beten 5-mal. Alhamdulillah. Wir machen Azkar, die meisten von uns, morgens und abends. Versuchen es wenigstens. Allah gibt uns Ramadan immer wieder. Alhamdulillah. Und mal Sommer, mal Winter, damit wir alle mal ein bisschen schwitzen müssen. Ja, damit alle mal richtig beweisen, dass nein, in guten und schlechten Zeiten sind wir mit dabei. Ja, nicht nur im Winter, wenn es ein paar Stunden ist, sondern egal, in jedem Wetter versuchen wir unser Bestes. Allah gibt uns Hajj mindestens einmal im Leben. Allah gibt uns unser Miteinander, damit wir uns aneinander abreiben. Damit wir auch üben. Wie kann ich anderen verzeihen? Wollt ihr nicht, dass Allah euch verzeiht? Ja, Allah hätte auch alle Menschen, Allah hätte auch so machen können, dass alle Familien miteinander sich immer lieben. Dass man Streit immer nur mit Fremden hat. Allah hätte das so machen können. Alle Menschen mit gleichem Blut lieben sich automatisch. Allah hat das nicht so gemacht. Schwestern sind manchmal wie Katze und Maus, wie Katze und Hund manchmal, subhanallah, zu Hause. Ja, haben wir alle schon mal erlebt. Das mit meiner Schwester, mit der kenne ich am schlechtesten. Alle anderen, aber nicht mein Bruder. Ja, 5 Nachbarn, aber nicht mit meinem Bruder. Steck mich nicht mit denen in einen Raum. Hier sagen so viele, Allah hat das so erschaffen. Warum? Damit wir üben. Damit wir die Wertigkeit kennen. Nein, ich möchte auch, dass Allah mir verzeiht. Auch ich verzeihe den Menschen. Ja, ich möchte so sehr, dass ein Mensch mir verzeiht. Manchmal ist es so, wenn man jemanden sehr liebt und es tut einem wirklich leid, dann kann man nicht sitzen. Man ruft an, man läuft hin, man steht vor der Tür von Mutter, Vater, von irgendjemand, bis derjenige sagt, okay, komm, ich hab dir verziehen. Weil man jemanden so sehr liebt. Und dann fragen wir uns immer, und ich schlafe Tag und Nacht, verschwende meine Zeit und ich weiß nicht, ob Allah mir vergeben hat. Ich mache nicht aktiv Tauba bei Allah. Ist das meine Liebe zu Allah, dass ich schlafen kann
ruhig und mich ausruhen kann und noch die Fehler anderer suchen und picken und darauf rumsticheln kann und ich weiß nicht, ob Allah mir vergeben hat. Ja, weil guck mal, dieser, das habe ich letztens über den Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Sira gelernt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nie, heißt es so, Allah alam, mit dem Finger auf Menschen gezeigt. Wenn er jemanden deuten, auf jemanden zeigen wollte, hat er mit der ganzen Hand gemacht. Dieser oder dieser, aber nie so. Und wir leben eigentlich nur so, subhanallah, ganz ehrlich. Wenn wir es nicht machen, dann meinen wir es aber. Wie sollen wir denn wirklich Tauba machen, wenn wir immer nur mit anderen beschäftigt sind? Das ist ein richtiges, ich spreche auch nicht einfach nur so darüber immer wieder, weil es wirklich ein Grundproblem ist. Wir vergiften wirklich die Atmosphäre für uns. Wir erwecken den Eindruck, und gerade müssen wirklich die konvertierten Schwestern tun mir besonders leid, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ich tue mir auch selber auch leid. Also auch wir, also wir alle müssen uns leid tun, dass wir nicht wirklich aneinander diese Barmherzigkeit und diese offene, weite Tor der Tauba, 70 Jahre reiten und du siehst trotzdem nicht das Ende vom Tor, ist immer auf bis zum Tag, kurz vom Tag der Auferstehung. Merken wir das im Alltag? Wir merken wir aneinander, dass unser Herr At-Tawwab ist. Und das heißt bitte, natürlich nicht ins andere Extrem gehen, Sünden klein halten, Sünden für gering halten. Nein, aber das Tor der Tauba ist weiter als unsere Sündhaftigkeit. Das können wir unterstreichen. Die Bedingungen der Tauba, das wird das letzte sein, inshallah, die kennen wir alle. Die Tauba wird akzeptiert, wenn mindestens 3 Bedingungen erfüllt sind. Und sie müssen vom Herzen kommen. Erstmal ein Nidam, die Reue. Und die spielt sich nur im Herzen ab. Die spielt sich nur im Herzen ab, die spielt sich nur im Herzen ab. Die spielt sich nur im Herzen ab. At-Taubatu an-Nadam. Die Reue ist ja, also Tauba ist ja, dass man bereut. Und da kommt auch wieder die Wichtigkeit des Wissens rein. Man muss ja wissen, was falsch ist. Wenn wir etwas Richtiges für falsch und das Falsche für richtig halten, da sind wir wirklich in Gefahr, Allah möge uns helfen. Ja, also das Bewusstsein und der Schmerz, Seelenschmerz, Herzschmerz über die Tatsache, dass man hier und da gesündigt, gemangelt, nicht makellos war. Und er sagt sogar, dass man weint dafür. Allah möge uns das schenken. Ja, Allah möge uns das schenken, dass wir weinen wegen unseren Sünden, wegen unseren Unzulänglichkeiten, dass wir trauern. Reue ist auch Trauer. Dass wir trauern im Herzen. Trauer, Sorge, Bedrücktheit. Wo keine Reue, keine Taube. Dass man die von der Sünde ablässt, das ist die zweite Bedingung, von der Sünde ablassen. Astaghfirullah, Allah möge uns vergeben. Und das passiert uns allen, dass Astaghfirullah zum Beispiel üble Nachrede und dann so in der Mitte von der üblen Nachrede sagt man Astaghfirullah und dann redet man weiter. Machen wir alle, Allah möge uns verzeihen. Dass Allah uns die Kraft gibt, egal wie süß gerade die Sünde ist, egal wie Spaß sie gerade macht, egal wie interessant sie gerade ist, mittendrin und deswegen diese Sahabi auch, dieser körperliche Trieb ist auch ein Trieb, genau wie dieser Genuss auf Neuigkeiten ist auch ein Trieb. Dieser Sahabi, wo diese 3 Leute in der Höhle gefangen sind, dieser Fels kommt, in Riyadus Salihin. Dieser Fels und der eine macht Dua, ich habe meine Eltern gedient, der andere macht Dua für, der hat den Lohn gegeben demjenigen, also hat auf den nicht Betrug gemacht in Geldangelegenheiten. Und der dritte macht Dua, dass er war wirklich vor Erfüllung seines körperlichen Triebes, in der Jugend, wo man sowieso schon, wo Liebe auch da ist, wo Emotionen auch da sind und körperlicher Trieb auch da ist. Und mitten in Erfüllung seines Triebes, egal welcher Trieb jetzt, hat er davon abgehalten wegen der Furcht von Allah. Allah möge uns das schenken. Allah möge uns schenken, dass wir inmitten des Genusses von der Sünde, und die Sünde ist süß und grün, weil ich die Dunya ist süß und grün, dass uns Allah die Kraft gibt, dass wir inmitten darin so viel Stärke entwickeln, dass wir davon ablassen. Und zu Tauba, dritte Bedingung, ist auch Al-Azam, Al-Adam Al-Auda, den festen Entschluss, nicht mehr zur Sünde zurückzukehren. Entschluss muss da sein. Auch wenn wir irgendwo wissen, ja, Rab, ich bin schwach, wahrscheinlich mache ich es, aber nein, ich versuche mein Bestes, es nicht mehr zu machen. Und das immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und jede Stimme, die euch sagt, dass nein, bei dir nützt es nicht mehr, diese Stimme ist von Shaitan. Jede Stimme, die uns sagt, ja, aber guck mal, du machst es echt zum 150. Mal schon und Allah verzeiht dir das, diese Stimme ist von Shaitan. Allah verzeiht, yaqbalu tawbat an ibadi. Über Musa a.s. gibt es eine Geschichte, inshallah. Eine Geschichte von den Afar, ja, dass er und sein Volk Bani Israel einmal eine sehr lange Zeit lang in einer Hungersnot gefangen waren, sehr heftigen Hungersnot, also auch dann viele gestorben sind daran. Und der Regen fiel nicht und fiel nicht und fiel nicht, bis das wirklich viele Menschen anfingen zu sterben wegen Hunger und Durst. Und auch das Vieh, das war dann auch also ein Armutszustand. Dann stand also Musa a.s. auf und bat seinen Herrn und bat seinen Herrn und bat seinen Herrn. Und er sagte, oh Allah, und er bat um Regen, Istisra, also er bat um Regen und er bat um Regen und er bat um Regen. Und er blieb und er bat und bat und bat und er wollte beten, bis wirklich der Regen runterkommen würde. Und der Regen kam aber nicht herab. Und er sagte, ja Rabbi,
ich habe dich gebeten und du gibst mir keine Ijabe, es kommt kein Regen herab. Und da gab Allah ihm also ein, dass, O Musa, der Regen wird nicht herabkommen, denn wahrlich zwischen euch gibt es einen, der seit 40 Jahren sündigt. Da sieht man die Hungersnöte auf der Welt auch wieder in ganz anderem Licht zu behandeln. Ohne Leute zu verurteilen. Ohne Menschen zu verurteilen. Vielleicht erhebt Allah sie um Ränke. Wir wissen das nicht. Hier zwischen euch gibt es einen Menschen, der seit 40 Jahren sündigt. Und wegen dem Übel, subhanallah, Allah möge uns bewahren, wegen dem üblen Auswirkungen, das sind so wie Strahlen, können wir uns das vorstellen, die davon ausgehen, wegen dem Übel seines Ungehorsams ist der Regen zurückgehalten vom Himmel. Und wenn ihr wüsstet über seine Sünden, dann würdet ihr sehen, wie schlimm der Zustand von eurem Land dann wirklich ist. Da sagte Musa a.s., ja, Rob, was sollen wir dann also tun? Und er sagte, findet ihn und entfernt ihn aus eurer Mitte, damit der Regen auf euch herabkommen kann. Da ließ also Musa a.s. für Bani Israel verkünden, dass zwischen euch oder zwischen uns ist ein Mann, der Allah seit 40 Jahren ungehorsam ist. So bringt ihn heraus von zwischen euch, damit der Regen auf uns herabkommen kann. Subhanallah. Und der Mensch, der genau wusste, wer er war, und das ist auch eine Gnade von Allah, dass man erkennt und nicht sagt, echt, ja, wer ist das? Ja, das ist auch eine Gnade von Allah, dass man sagt, okay, stimmt, vielleicht bin ich das. Das ist auch eine Gnade von Allah. Und der Mensch, der es über sich selber wusste, sagte, ja, Rab, wahrlich, ich habe, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann werde ich bloßgestellt. Wenn ich jetzt hier rausgehe und alle wissen, ich war das gewesen, dann werde ich bloßgestellt, es wird einen Riesenskandal geben. Wenn ich aber bleibe, dann kommt dann kein Regen auf uns herab und wir sterben alle. Subhanallah. Und dann sterben wir alle. Was soll ich also tun? Gibt es für mich keinen anderen Weg? Gibt es denn für mich einen anderen Weg, als dass ich zu dir Tauba mache und dir verspreche, dass ich nicht mehr zu dem zurückkehre und dass ich dich bitte, dass du einen Schleier legst über das, was ich getan habe? Subhanallah. Und dass du dann den Regen herabsendest. Da kam der Regen vom Himmel herab und Musa a.s. sagte, ja, Rab, du hast den Regen herabgesandt und du hast es ist aber kein Mann aus uns rausgegangen, also es hat uns keiner verlassen. Da hat Allah ihm eingegeben, dass, ja, Musa, o Musa, ich habe den Regen herabgesandt wegen meiner Freude über die Tauba meines Dieners, der mir ungehorsam war seit 40 Jahren. Da sagt Musa a.s., o mein Herr, führe mich zu dem, damit auch ich mich freuen kann. Zeig mir, wer das war. Allah SWT sagte zu ihm, tabarak wa ta'ala, o Musa, er war mir ungehorsam 40 Jahre und ich habe ihn bedeckt. Werde ich ihn, und jetzt, wo er Tauba macht, werde ich ihn durchstellen? Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astaghfirullah wa atubu ilayh. Allah möge einen Schleier über alle unsere Sünden legen. Allah möge unsere Tauba akzeptieren. Allah möge uns eingeben, dass wir erkennen, wo wir stehen. Dass wir unsere Sünden erkennen. Dass wir erkennen, wie sehr wir die Tauba von Allah brauchen. Dass Allah sich zu uns zuwendet. Es gibt eine vierte Bedingung von Tauba-Akzeptanz, eventuell, wenn man das Recht von jemandem genommen hat mit einer Sünde. Es gibt Sünden, die nur das Recht Allahs betreffen oder das eigene Recht betreffen. Dann gibt es Sünden, die das Recht eines anderen betreffen, wie Diebstahl, Riba, üble Nachrede etc. Und dort ist eigentlich die Bedingung, dass man das Recht wieder gut macht. Und das habe ich vorher schon erwähnt, bei übler Nachrede und solchen Sachen gibt es Gott sei Dank dann auch diesen Ausweg, dass nein, muss man vergleichen, wenn es schlimmer werden würde, dann mach anderes ihm das Recht geben, durch Almosen in seinem Namen geben oder gut über ihn sprechen. Wallahu alam. Aber wenn man jetzt wirklich was weggenommen hat, Rechte genommen hat, dann muss man diese Rechte auch wiederherstellen. Ja, das ist auch wichtig. Ja. Was ist dann also der schönste Tag in unserem Leben? Eigentlich natürlich der Tag, an dem Allah uns geleitet hat, an dem Allah sich uns in Reue, Annahme zugewandt hat. Und da habe ich euch das Beispiel von Ka'b bin Malik radiallahu an, der hinter der Armee von Tabuk zurückgeblieben war, ohne einen Grund dafür zu haben, dem es dann leid tat. 50 Tage. 50 Tage musste er auf den Tag der Erlösung warten. Die Menschen kamen raus zu Ka'b, hier steht es, ja Ka'b, abshir taballahu alaik. O Ka'b, halte die frohe Botschaft, sei erfreut, Allah hat sich in Reue, Annahme zu dir zugewandt. Und er sagte, ich bin aus meinem Haus rausgegangen und die Menschen haben mich getroffen auf dem Weg in Scharen und sie sagten zu mir, Mabruk, Allahs Tauba ist heute zu dir gekommen. Subhanallah. Und ich ging also zum Propheten und ich schämte mich, aber er sagte zu mir, setz dich. Also komm zu mir, setz dich. So setzte ich mich hin und er sagte zu mir, frohe Botschaft für dich, O Ka'b, für den besten Tag, der über dich die Sonne, also für den besten Tag, an dem die Sonne für dich aufgegangen ist, seitdem deine Mutter dich geboren hat. Taballahu alaik. Allah hat sich in Reueannahme zu dir zugewandt. Dann für die, das ist die letzte Botschaft, inshallah, für die, die immer wieder, und wir alle gehören dazu, immer wieder und immer wieder und immer wieder nach Tauber machen, immer wieder zur Sünde zurückkehren. Allah SWT sagt in einem Hadith, dass, mein Diener sündigt. Und er sagt dann, o mein Herr, ich habe gesündigt und ich vergebe ihn daraufhin. Dann spricht Allah, mein Diener weiß, dass er einen Herrn hat, der ihm die Sünden vergibt. So soll
so soll er mit Sünden kommen, also das heißt nicht, er muntert uns nicht auf Sünden zu tun, sondern mag er auch mit Sünden kommen, ich werde meinem Diener immer wieder vergeben. Und er kehrt zurück zur Sünde und er sagt wieder zu Allah, Allah vergib mir. Und Allah sagt wieder, mein Diener weiß, dass jemand ihm die Sünden vergibt und er vergibt ihm schon wieder. Subhanallah. Und das geht immer so weiter. Allah möge uns mit Tauba auf den Lippen sterben lassen. Amin. Und mit der Shahada sterben lassen und mit wahrer Reue im Herzen sterben lassen und zu Allah zurückkehren lassen. Und uns seine Liebe schenken, weil wir zu den Tawabin und den Mutatahirin gehören. Denn Allah SWT sagt, solange mein Diener, Subhanallah, mein Diener soll tun, was er tun will, also soll er tun, was er will, solange er will, solange er mich um Vergebung bittet, werde ich mich ihnen Reueannahme zuwenden. Subhanallah. Ja, deswegen nochmal, zwischen uns und Allah gibt es keine Barriere. Egal wer wir sind und egal wer uns was einreden will, zwischen uns und Allah gibt es keine Barriere, was die Tauba, das Zurückkehren zu Allah mit Scham und mit Reue angeht. Natürlich, was man noch tun kann, ist auch den schlechten Taten die guten Taten folgen lassen. Die guten Taten lassen die schlechten Taten verschwinden. Das gehört auch alles zu Tauba. Wie es auch heißt, lasse der schlechten Tat die gute folgen, um sie auszulöschen, auszuradieren. Ja, also wer Tauba machen will und aktiv auch Tauba machen will, soll das auch praktizieren, dass er viel Gutes tut. Ja, damit komme ich inshallah zum Ende. Ja, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا وتوب علينا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم جزاكم الله خيرا. Ich mache jetzt keine lange Dua, ihr seid schon alle am Schwitzen, aber das wollte ich trotzdem noch sagen, die Dua, die ich gerade gemacht habe, die ist in Surat al-Baqarah auch. Die meisten machen das auch vor dem Salam im Gebet, وتوب علينا, manche machen das auch da, die auch im Alltag einführen. Rabbana taqabbal minna, Allah, das Gute akzeptier von uns, nicht, dass es brüchig und krank und kaputt war und das nicht akzeptiert wird. Wa tuba alayna, innaka anta tawwabur rahim. Und wende dich in Reue, Annahme zu uns zu. Du bist ja der, der die Reue annimmt und der Allbarmherzige. Ja, jazakumullahu khair, meine Lieben. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Berlin.